Ja, Jonas Wendt, Trainer der Sportvereinigung Porz, gerade mit ihrer Mannschaft im ersten Testspiel der Saison 2021 knapp mit 0:1 gegen Fortuna Köln verloren. Wie haben Sie die Partie gesehen? Also erstmal freut es uns, dass es geklappt hat heute. Auch die Rahmenbedingungen waren natürlich überragend für uns. Über 300 Leute waren da. Das Wetter hat mitgespielt. Tut der Vereinskasse auch ein bisschen gut, dann so einen Gegner noch hier zu haben. Ich glaube, das Ergebnis ist natürlich überragend für uns. Gut, ich bin jetzt kein Traumtänzer. Hätte natürlich auch 3, 4, 5-0 ausgehen können. Wenn wir es gut ausspielen, kann man vielleicht auch ein Tor erzielen. Aber wir sind natürlich sehr zufrieden mit unseren Jungs. Es war eine Top-Einheit, woraus wir viel ziehen, viel lernen können. Da nochmal ein großes Dank an die Fortuna, dass das alles so super geklappt hat, auch im Vorfeld. Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich sehr, sehr zufrieden dafür, dass es das erste Spiel nach 4 Monaten war mit den Jungs. Sie haben vor einer Woche mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit angefangen. Wie sehen Sie Ihre Mannschaft aktuell aufgestellt für die kommende Saison? Also grundsätzlich haben wir ja schon im Winter einen klaren Cut vollzogen und den haben wir jetzt im Sommer fortgesetzt. Aufgrund der Corona-Situation mussten wir finanziell natürlich ein bisschen kürzer treten. Wir wollen unabhängig von dem finanziellen so ein bisschen Wert auf junge, schnelle Leute legen. Das ist so ein bisschen die Idee, die wir hier im Verein haben, um wirklich auch junge Leute weiterzuentwickeln. Und ja, haben uns dann wirklich mit der Zeit jetzt im Sommer und auch im Winter schon von einigen Jungs getrennt. Ne? Manchmal ist das im Leben so, ist wie eine Beziehung, wenn man dann irgendwo merkt, ja, es ist nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte, dann trennt man sich, aber das festzustellen, da braucht man manchmal ein bisschen Zeit für. Deswegen haben wir uns dann von dem einen oder anderen getrennt mit der Zeit und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Zusammensetzung, die wir bis jetzt haben. Wir hatten in der ersten Trainingswoche eine herausragende Stimmung, was natürlich keine Ergebnisse garantiert, aber es ist erstmal eine gute Basis, dass sich die Jungs freuen auf jede Einheit und am Montag geht es weiter, ein bisschen schwitzen und dann schauen wir, was kommt die Tage. Abschließend, letztes Jahr haben Sie als Aufsteiger in der Landesliga natürlich um den Klassenerhalt vorrangig gekämpft. Mit welcher Zielsetzung gehen Sie jetzt in das nächste Spieljahr? Mit keiner anderen. Wir wollen unsere Landesliga-Tauglichkeit wieder unter Beweis stellen, wir wollen die Klasse halten. Das ist unser primäres Ziel, neben der Entwicklung wirklich der jungen Leute, wo wir wirklich Hilfestellungen leisten wollen. Da gibt es einfach andere Schwergewichte in der Liga und wie gesagt, unser Ziel ist, in der Liga zu halten und ich bin auch diesmal wieder total überzeugt davon, dass wir das, wenn alles gut läuft und wir nicht großartig verletzte Spieler haben, das mit Bravour schaffen werden. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir mit Miku Lejean einen Abgang haben, der seine Karriere beendet hat. Das kriegst du nicht ersetzt, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das müssen wir dann, wie man so schön sagt, auf mehreren Schultern verteilen. Aber das ist erstmal ein Punkt, gerade in der Zentrale, den wir mit der Zeit überbrücken müssen.